Quallengelee. Das war gerade das Erste, was mir eingefallen ist. Und damit herzlich willkommen zurück. Okay, wir haben keine Ahnung, was wir sagen sollen, wenn wir sagen spontan. Ja. Das können wir irgendwie nicht. Ja, apropos, wir mussten das gerade eines ein wenig abrupt machen, weil wir standen ja bei dem Item, dass wir als Cliffhanger... Da war irgendwas anders. Okay, dass wir als Cliffhanger übrig gelassen haben und wurden beinahe geröstet. Ja, darum stehen wir ungefähr 5,5 Meter weiter. Keine Ahnung, welche Himmelsrichtung ist das? Egal. Das ist Richtung Mond, also Richtung Mond. Auf jeden Fall nicht Norden. Warum bist du dir sicher, dass der Mond nicht im Norden ist? Wohl, das war die Sonne, die nicht im Norden ist. Beim Mond. Unnützes Wissen. So, jetzt erst das Item oder? Ja, das Westen, das sehe ich sofort. Erst das Item. Erst den Cliffhanger auflösen. Wir sind ja lieb. Wow. Da hat sich's doch gelohnt zu warten. Das eisblaue Moospumpen. Ich glaube, davon hatten wir schon 10. Wir mussten länger warten als die Zuschauer, um das aufzulösen. Das stimmt. Achso, der trifft dich doch nicht. So weit kommt der doch nicht. Kommt doch den Zauber an. Der trifft nämlich. Der trifft dich nicht. Ne, glaube ich nicht. Das ist erst, wenn ich sehe, ne? Ja, aber 3 Pfeile reichen da auch zum Glück. Macht gut Schaden. Oder war das der neue? Ja, das war der neue Bogen, den wir jetzt immer benutzen. Sehr gut. Der ist sehr funktionstüchtig. Ja, ich sehe Leichen, die an denen wir schuld waren. Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay, da laufen 2 lang. Erstmal einen ranpullen. Den da. Und sein Kollege merkt das nicht. Nee, der denkt sich, ja, der hat da hinten wieder ein Kaninchen gesehen. Das macht er öfter und dann, ja, bleibt der ganz entspannt. Ach, Phil, du und deine Kaninchen. Kaninchenbabys sind süß. Ich glaube, jetzt merkt er, dass da was nicht stimmt. Oh, der hat da sein Schild oben. Das ist wieder die Weicheisen. Mach den Schildbrecher. Oh. Wow, das Ding ist schneller geflogen, als es anfangs aussah. 1, 2. Schild des Hohepriester-Ritters. Oh, was ist das? Achso, nee, doch, guck mal da. Da funkelt was. Ich höre was funkeln. Ich wollte gerade in die andere Richtung die Aussicht nochmal hier. Da sieht man nochmal unseren Baum. Ach, Oswald. Da oben meinst du. Ja, ist auch sehr schön. Der Baum Oswald, da oben steht er. Oswald? Ich habe ihn gerade Oswald getauft. Ach so. Ich habe irgendwas missverstanden und dachte, du hättest Oswald gesagt. Wie schön, dass Wald in dem Namen steckt. Opferzunder, das scheint dieser komische Fuzzi hier gedroppt zu haben. Was auch immer Opferzunder ist. Zunder? Ich gucke mir das gleich mal an. Opferzunder. Ist nicht hier. Sachen gibt es offenbar. Nicht. Ist ja recht auffällig. Oh ja, wir sollten da irgendwo mal hingehen. Dunkles Siegel? Willst du das heilen? Nee, das brauchen wir nicht. Das ist in Ordnung, wenn das da ist. Solange wir das haben, dürfen wir nämlich mit der Freundin von Joel kooperieren. Ach, ansonsten nicht. Okay, dann so habe ich das verstanden. Solange wir der Träger des dunklen Mals sind und so weiter. Also ich meine, es macht uns hässlich, ja und? So, was waren das jetzt? Gute Frage. Rüstung war es nicht. Hä? Ring war es garantiert auch nicht. So ein Teil war es nicht. Habe ich das jetzt hier drin irgendwo eiskalt übersehen? Übersprungen oder ich sonst was? Ich sehe es da nicht. Blätter mal die anderen durch. Es ist kein Upgrade-Material. Das ist aber sehr Nee, das sieht man doch. Das ist voll stachelig und so. Ja, es ist so ein Stachelding. Es hat definitiv keinen Hintergrund, also es ist kein... Ja, da. Es ist eine Waffe. Es ist... Ach, das ist das Ding, was die Typen schwingen, so eine helle Bade. Ich weiß es nicht als Waffe erkannt, weil... Ich kann es nicht benutzen. Wie benutzen? Wieso willst du es benutzen? Also, ach so, ja, ich wollte es ausrüsten, um zu gucken, wie es aussieht. Aber dafür muss ich ja natürlich... Ja, da bist du da falsch. Entschuldigung, eine... Es macht Licht. Viel heller. Ja. Das ist der Stern über Bethlehem am Spieß. Ist der, den man in unserer Kindergarten-Theateraufführung benutzt hat? Ja, auch brennend beim Kindergarten.
Nein, der hat nicht gebrannt. Der war nur mit Goldfolie beklebt. Aber der hatte auch einen Stock. Würde ich mich ja wundern, wenn da die einfach das Ding anzünden. Was? Ich hat er gerade am Rücken gekratzt? Ich drücke auf schwerer Angriff und er... was ist das denn für ein Scheiß? Nee, das mache ich jetzt nicht. Kratzt nicht so am Kopf. Vielleicht sind wir noch nicht schlau genug dafür. Hui, macht Feuer. Das kann ich... Doch, ich wir sind schlau genug. Wir sind schlau genug und stark. Vielleicht gibt es keinen schweren Angriff damit. Wie, es gibt keinen schweren Angriff damit? Dann würde da einfach nichts passieren oder ein normaler Angriff kommen und nicht diese komische Animation. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist so die... Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, das kommt eigentlich auch nur bei Zaubern. Machen wir damit Feuerschaden? Das Ding hat auch im zweihändigen Modus keinen schweren Angriff. Was ist das denn für ein Teil? Aber es kann den hier. Feuer! Cool. Können wir benutzen für die Kristalleidechse. Die hier noch irgendwo... Wahrscheinlich auf dem Balkon da. Ja, so oder so ähnlich. Was ist das eigentlich für ein Teil? Skaliert das gut? Nee, nicht wirklich. Schade. Ja, wir sind dummerweise sonst ein bisschen zu schwer. Achso, damit waren wir zu schwer, okay. Ah, hier glitzert's. Na, sag ich doch. Prima. Funkeltitanit. Haben wir wieder welchen. Cool Aussicht. Ah, diese Geräusche. Was haben wir denn so für ein Areal, dass wir da unten, kann man also auch noch hin? Ja gut, das heißt von hier geht's dann da runter. Irgendwann. Kann man da nicht irgendwo her? Da hinten auch? Ja, auch. Nee, da hinten so, aber achso. Vielleicht gibt das einen Rundweg, eine Abkürzung. Da unten kann man auf jeden Fall noch hin, das sehe ich sofort. Erstmal mache ich diese Tür auf. Nicht. Vielleicht war es auch ein Fenster? Das ist bestimmt nicht mal eine Tür. Nee, bestimmt war es nur Deko, eine schöne Wand. Ja. Achso, das sind wieder diese coolen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das vom Spiel programmierte Geister sind, weil auch bei meinem Singleplayer, als ich das nachgestellt habe, waren die immer noch da. Ja, würde mich auch wundern, wenn die Spieler permanent so cool einfach nur denn rumlaufen. Das hier ist, wie es aussieht, ich habe mir mal näher angeguckt, das hier ist, glaube ich, die Tänzerin. Vor allem auch so groß. Ja, das ist die Tänzerin und das hier sind dann die anderen von diesen Nordwind-Tal-Rittern, die wir bisher bekämpft haben. Die sind aber nicht so groß wie die Tänzerin. Ja, vielleicht sind die ja mutiert. Übersehen. Vielleicht waren das hier mal brave Bürger und sind dann, weiß nicht, vielleicht gab es hier irgendeine Krankheit, da sind sie wahnsinnig geworden, da sind sie geflohen und dann... Ja. Keine Ahnung. Wir haben noch nicht viel Story-Hintergrund hier erhalten. Dachte ich mir schon. Ja, aber ich will wissen, ob es mit einer Vorrichtung ist, ob... Vielleicht gibt es hier irgendeinen Hinweis. Da links ist auch noch ein Item. Da links jetzt. Hinter dem Stein. Da nicht. Doch, hinter diesem Stein da. Doch, echt da? Ja. Oh, hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich war so sehr von den Geistern abgelenkt. Das ist der Sinn der Geister. Sie sollen mich ablenken. Ja, darum bin ich ja da. Gut. Aha. Ein Leuchtfeuer! Yeah! Da guck ich erstmal hier lang. Cool, können wir die Folge ja gleich beenden. Wollten wir am Leuchtfeuer beenden. Ja, wir wollten es hinkriegen, dass wir die nächste Folge mal wieder am Leuchtfeuer beenden. So schön, dass das ja abgeschlossen ist. Diese Folge dauert nur 10 Minuten. Einfach Bilbsch gucke an. Ach. Da bewacht jemand ein Item für mich. Angriff von oben. Angriff von oben. Surprise. Ja, war doch sinnvoll. Auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir wirklich das Item vorher mitnehmen. Quatsch, das Leuchtfeuer und was da eventuell noch gute ist. Gute Idee. Weil es sieht aus, als müsste man dann von dem Leuchtfeuer hier die Reise fortsetzen. Erinnert mich allgemein so ein bisschen an Anor Londo. Also von der, weil es ist so... Von der Architektur, so von diesen schönen Dingen, die hier oben auf den Spitzen immer thronen. Ist auch nicht zerstört und alles. Es ist noch alles heil und intakt und es gibt sehr viele Türen, die sich noch von der anderen Seite öffnen. Ja, auch die Bauart erinnert einfach super dran, so von den Torbögen. Vielleicht kommen wir ja dann noch hin zu Anor Londo. Ich fände es super. Das würde ich richtig feiern. Man könnte natürlich sagen, okay, da waren sie wieder faul. Nehmen wir einfach ein Gebiet, das wir schon haben. Aber vielleicht sieht es ja noch mal besser aus, weil das ganze Spiel hier ist ja auch... Finde ich nicht schlimm. Optisch kann man auch hübscher und so weiter. Ach, schau. Schau an, Statuen.
Ah, ja. Die mag wohl keiner. Die hat hier keiner aufgestellt. Machst ja alle Stühle kaputt. Ja, da. Anri? Du siehst aus wie André. Na, dann geht's dir ja gut. I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone, as an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please take this recompense for my foolish request. And also a token of protection. May the flames guide your way. Oh, vielen Dank. Ich kann mir sagen, dass Horace gestorben ist. Ah, ich probiere es. Brave indeed, to face your duty alone. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Ah, I would do well. May okay, wir haben eine neue Geste bekommen. Kann mir nicht sagen. Möchte ich ausprobieren. Naja, vielleicht ja. Über der Hochzeit sagen wir es ihr dann. Ja, wenn wir es heiraten, können wir das dann auch mal. In der Hochzeitsnacht. Und ja. Achso, das kommt vermutlich nur von hinten. Cool. Oh ja. Alles klar, André. Wir machen das. Yeah. Bye. Okay, der coolste Abschiedsmove überhaupt. Der Checker. Das ist der Checker. Saß schon am Leuchtfeuer jetzt, habe ich gar nicht. Nein. Also. Beweis der Eintracht. Ah, das sieht wieder aus wie so ein. Wie das was war jetzt eigentlich dieser Ring, den sie dir gegeben hat? Ah ja, genau, den kann ich auch gleich nachgucken. Der und Ring. Beweis der Eintracht kann ich auch noch nichts mit anfangen. Verstärkt Angriffe, solange sie andauern. Habe ich auch noch nichts von gespürt, aber vermutlich erst bei 3 Angriffe plus. Und Ring des bösen Auges ist hier. Absorbiert TP von jedem besiegten Gegner. Töten gleich heilen. Das ist doch super. Ist nicht schlecht, das Beam noch besser heilen. Ich frage, ja, warum nicht? Warum und nicht? Was war das, was wir gerade aufgesammelt haben? Das war ein Beweis der Eintracht. Das dürfte vermutlich wieder eins dieser, genau, Bündnis-Items sein hier unten. Ah ja. Der blauen Wächter. Das ist auch wieder so ein Ding, dass du dann die Sonnenlichtmedaillen an so einem Altar darbieten kannst. Also, ja, PvP-Ding. Oder halt als sehr, sehr rare Drop farmbar von gewissen Gegnern, wie zum Beispiel diese, wovon wir sogar 17 haben. Alles klar. Gut, André. Kann man André nicht rekrutieren, dass er mitläuft? Wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht treffen wir sie später und können mit ihr zusammen Boss bekämpfen oder Siegwart mal wieder. Das wäre oder super. Zusammen mit Siegwart und André dann einen Boss bekämpfen. Das wäre klasse. Richtig Teamarbeit. Jolly Corporation. 3 Bosse auf einmal. Jeder nimmt einen. Da geht's runter. Okay. Ja, da müsstest du eigentlich zu diesem. Genau. Was wir von da, vom Balkon schon gesehen haben. Das sah aber so viel wie weiter aus. Und hier drüben wollte ich da erstmal fertig gucken. Da habe ich ja eben schon angefangen. Da möchte ich jetzt auch weiter. Ja, genau. Das mache ich ja sowieso ratzfatz fertig. Hier mit dem Angriff von oben und so. Der ist ja easy. Der ist easy. Kannst die anderen ja auch in diese Ecke locken. Das mache ich. Ob das klappt? Naja, irgendwie bestimmt. So, warte, und hier oben rechts ging es dann. Kommt er da jetzt gleich genau. Vor, links da jetzt um die Ecke? Vielleicht kannst du abschießen. So. Genau, abschießen, anlocken. Hier so. Ja. Hallo, Leute. Ja, schade. Aber ich kann sie auch so einzeln anlocken. Auch wenn ich von da oben. Hier da oben steht auch jemand. Schon kommen sie jetzt gleich von hinten. 2 Schüsse und das Vieh ist tot. Ja, wenn ich schön Kopf treffe, auf jeden Fall. Sneaky, sneaky, sneaky. Hallo. Na, ein Stück zu weit rechts. Jetzt. Tschüss. Kommen die Kollegen denn wieder? Weiß ich nicht. Schien so, als ob die so eine Runde drehen.
Ach so, ja. das sind die zwei Kollegen und der also. Die Feuerdame, die wir vorhin schon Ja gut, hatten. Dann ist die Runde wohl etwas größer, dann haben wir noch Zeit. Blitzender Edelstein und da oben sitzt noch jemand. Da müssen wir runterfallen von diesem Balkon. Okay, merkt ihr, großer Ausgang bei Kirche, runterfallen. Merke ich mir. Ah, da ist ein versteckter Geheimgang, wo die Treppe da hochführt. Oh, du kannst sogar gegenrollen. Ja klar. Wusste ich gar nicht. Super. Und es ist wirklich ein versteckter Gang. Ja, ich war mir sogar ganz sicher. Schön. Ich liebe diese Geheimgänge. Wenn wir da runterspringen, kommen wir an den Punkt, an dem wir noch nicht waren? Nee, ne? Was ein Item? Keine Ahnung. Ich glaube, da könnten wir schon gewesen sein. Kann man von da unten nach links laufen? Ja, kann man. Dann kannst du wieder zurück. Das ist gut. Nee, hier ist nichts. Ach, von hier aus sollte man dann vermutlich da oben das Item sehen und sich wundern. Hä? Wie? Von wo käme man dann hierher? Nee, wenn man jetzt hier dieses Gebiet abläuft, würde man ja von hier das Ding vielleicht systematisch absuchen. Also. Ah ja, oder wenn man diesen Schleichweg, genau die Wand da nicht... Genau, dann hätte man der Hinweis gewundert. Für die Wand. Also, dass man durchrollen konnte, wusste ich aber auch noch nicht. Man kann durchrollen, ja. Hab ich noch nie gemacht, interessant. Man lernt immer was Neues. Es gibt so vieles, dass man in diesem Spiel lernen kann. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, gut. Ja, super, das ist ja alles verbunden. Das heißt, es bleibt nichts übrig, außer was? Ja, müssen wir einen anderen Gang gehen. Dort. Okay, wir müssen wirklich hinten beim Leuchtfeuer lang. Scheint so, ne? Hier sind die Statuen aufgestellt. Ja. Hier fanden sie es wohl hübsch. Das heißt, das Leuchtfeuer ist im Lagerraum. So der Dachboden. Der nicht ganz oben ist, sondern hier. Der ist nun mal hier. Mensch. Der Abstellraum. Marie, ist die noch da? Ist schon gegangen. Ach, ist aber flott. Menschenskinder, das war ja fix. Ja. Marie hat's eilig. Die sind so hässlich. Wer stellt die sich denn auf? Ja. Vielleicht ist Marie jetzt da unten und wartet auf uns. Wir gehen sie suchen. Aha. Verzeichnis des Ritters? Sieht aus wie eine alte Zeitung. Es ist eine alte Zeitung. Ich hoffe, es ist eine alte Zeitung, die ich lesen kann. Finstermond, Ritter überprüfen. Okay. Online-Spielobjekt, eine Liste der Finstermond-Ritter. Okay. Ah ja. Okay, also, schön. Online-Ding. Ah, ein Friedhof. Nicht schon wieder ein Friedhof. Uah, der hat sich in einem Baum versteckt. Ein Fuchs. Wo kommen die denn her? Was kommt noch dazu geflogen? Ist das die TP, die du da... Weil du den Gegner killst mit dem Ring? Ja, genau. Cool. Gut, das fällt jetzt gerade nicht auf, weil wir im Full Life sind. Aber wir würden uns heilen, wenn wir Schaden bekommen hätten. Das ist ja nett. Das heißt, da können wir diesen Ring, der mehr Schaden gibt, wenn man voll geheilt ist, ja eigentlich auch mal wieder benutzen irgendwann. Obwohl, haben wir noch genug? Naja, dann müssten wir zum Beispiel, ja gut, der macht 5 Stärke nicht, dazu, der andere macht 10% mehr Schaden. Also der lohnt sich schon, aber nur wenn wir Full Life sind eben. Solange wir gerade keinen Buff benutzen, können wir den zum Beispiel mal verwenden, weil lohnt sich ja sonst gerade nicht. Mal den hier wieder benutzen zum Beispiel. So. Ja. Achso, wir haben eben übrigens den Magie-Clown-Ring bekommen, der genauso funktioniert wie der Feuer-Clown-Ring. Also hier Magie-Clown-Ring, da Feuer-Clown-Ring. Welchen haben wir da noch gerade an jetzt an dieser Stelle, an diesem Slot? Der zweite. Achso, erhöht. Ach, okay. Ausdauerregeneration, Schaden, heilen. Ah, sehr gut. Ja, dann ist ja alles perfekt. Ja, ne? Super. Da trauert irgendjemand. Genug getrauert. Reicht. Hihihihi. Oh, ein Untotenknochensplitter. Jawoll. Können wir noch besser heilen bald. Noch besser heilen. Ja, der Captain muss ja der Captain sein. Der kann ja nicht sterben. Irgendwann wachsen uns auch schon noch Gliedmaßen nach. Das wird toll. Ich sage extra, dass nicht das wäre toll, sondern das wird toll, weil ich mir sicher bin.
Können wir mit der Hand so einen Stinkefinger machen, uns die Hand abschneiden und auf Gegner werfen. Die wächst dann nach. Ach, deswegen habe ich sie nicht kommen sehen. Die können sich tarnen. Oh, auf den Boss freue ich mich. Na, das wird ja spannend. Hunde. Oder so ähnlich. Was ist das denn? Der hat ja gar keine Hundeschnauze. Wo ist ihm in den Kopf geschossen? Ja, und zwar wirklich in den Kopf, weil das ist ein richtiger menschlicher Kopf. Guck, das ist ein Totenschädel. Tatsache. Hey, Sido. Cool, Goldmünze. Ja. Yeah. Unser Ring, der uns verstärkt, wenn wir voll geheilt sind, gilt das auch bei Fernangriffen, also im Bogen? Ja, klar. Ah, sehr gut. Freue ich mich ja. Das sind 10% mehr Schaden mit Bogen. Super duper. Wir brauchen mehr Ringslots. Können wir noch den Falkenring. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen noch mindestens 2 weitere Ringslots in Dark Souls 1. Oh mein Gott, was würde ich nur für einen einzigen weiteren Ringslot geben? Jetzt habe ich 4. Ich will weitere. Ich finde, 10 sollte man haben, weil wir haben auch 10 Finger. Erstmal abschließen. Okay, man kann sie nur ein bisschen schwer treffen, weil sie so geisterhaft sind, aber... Tobt da noch was Unsichtbares Großes? Wir werden es sehen. Obwohl, ich glaube, das sind einfach nur die Leichen, die zu Boden fallen. Die werden so ein bisschen staubig. So. Das ist sicher. Fast. Mann, das sind echt viele. Also wenn man die von hier nicht ausschaltet und dann langläuft, dann kriegt man plötzlich ganz schön viele ab. Schön, wie die Seelen da so auf uns zufliegen oder das weiße TP. Aha. Wären wir Lowlife, wären wir nicht mehr Lowlife. Was? Ja, ist der Punkt, an dem der Falkenring eventuell doch noch nützlich gewesen wäre. Bisschen höher. Ich find's schön, dieses kleine schwarze leuchtende Etwas, das zeigt auch genau an, wo der Kopf ist. Das ist nett. Ich sehe da hinten schon eine Kiste, die keine Kiste ist. Das erkennst du schon auf diese Entfernung. Oder? Nee, kann ich nicht. Ich schieß mal drauf. Nee, es ist eine echte Kiste. Die Mimics krieg immer nur ich. Sorry, das ist jetzt keine Absicht. Ich versuche dich hier nirgendwo reinzureiten. Naja, macht ja auch Spaß, gegen die zu kämpfen. Mhm. Naja gut, die sind eigentlich mit dem Schwert ein One-Hit, also. Ja, also wirklich angsteinflößend sind die nicht. Oh, jetzt kann ich endlich mal und gucken, jetzt? Wie viel... Hä? Er war noch nicht tot. Okay, es gibt nicht viel, es gibt ein bisschen. Das Schild heilt uns noch. Ja gut. Hey, da ist noch einer. Hab dich. Aber kann ich nicht anvisieren. Aber gleich. Oh, Fässer. Wird da hier Wein gelagert oder Bier oder... Lecker. Alles mögliche an alkoholischen Spirituosen. Irgendwoher muss hier unser Bierchen kommen. Ja. Hier werden Estus-Flakons gebraut. Wo die gebraut werden, haben wir ja schon gesehen, anhand der Estus-Suppe. Aber ich glaube, ein Estus-Flakon ist was anderes als Estus-Suppe. Nee, die Estus-Suppe ist mehr, weil da ist ein ganzer Bottich voll. Wir haben nur ein Fläschchenweise. Ich glaube, unser Fläschchen ist besser als die Suppe. Meinst du, die Suppe hält uns komplett? Ja, aber nur einmal, dann ist sie leer. Die fühlt sich nicht auf. Ja, unsere Fläschchen füllen sich auch nicht auf, nur wenn wir am Leuchtfeuer sind. Die sind dann auch leer. Interessant. Ja, heilt sich gut. Ich werde Detlef immer gierig, wenn er die ganze Suppe sieht. So die noch warm ist. Ja, der Detlef mag Suppe.
Suppe ist auch super. Da frische Nudeln drin sind. Oh. Joschkas Speer. Speer. Eine der Waffenarten, die wir irgendwie nicht benutzen. Okay, da geht's schon raus. Super. Ich mag's nicht, wenn's so dunkel ist. Hey, das ist wieder die Brücke. Yeah. Ich will da nochmal drauf, die ist so schön. Ich hör's glitzern. Ja, da. Die haben wir schon mal von da oben gesehen. Ach ja. Oh ja, da habe ich gerade gar nicht gedacht, ich war so. Vorsicht, Schleichangriff. Immer diese Schleicher überall. Da war ich wollte gerade mal genau gucken, wie viel Leben es gibt, damit einen zu killen. Ein bisschen. Nur so ein Fitzel. Gut. Wenn du jetzt viele killst, dann wird sich das besser. Das summiert sich bestimmt auf. Okay. Ist im Nahkampf erledigen? Wie viel blockt das unser Schild eigentlich, meine? Voll. Ist mir nur ein oder ebenso von der Entfernung haben die sich so ein bisschen verbuggt fortbewegt. Vielleicht. Das ist deren Special-Fähigkeit, ein bisschen laggy rumzulaufen. Oh. Du hast einen Boss getriggert. The fuck? Oh, jetzt kommen sie alle. Ui. Alter, hör auf mit dem Bogen, ich will zuhauen. Scheiße. Hat sie fix. Aber komplett unsichtbar, ich meine. Wenn man da mit erhobenem Schild langläuft, dann müsste das doch eigentlich ganz gut gehen, oder? Müsste es. Ach schön, ein Edelstein, den wir vermutlich wieder nicht benutzen. Kommen wir da wieder hoch, wenn wir da jetzt runterhüpfen? Jo. Na, irgendwann sicher, aber... Ja, aber wir sind ja auch nicht an einem anderen Weg vorbeigekommen, den wir jetzt hätten ausprobieren können. Da kommen wir vielleicht zu der Kristalleidechse. Ah. Ja, auf jeden Fall. Da hätte es ja noch irgendwo hingehen müssen. Ha, das gibt auch Leben. Schön. Alles klar, dann ist jetzt hier der Weg angesagt. Ach doch, da kommt man wieder hoch durch die Treppe. Ja, ja. Das ist gut so. Weil Treppe habe ich nämlich erst nicht gesehen, da dachte ich erst, wir säßen dann da unten. Wir müssen nur Wasserleichen. Ich glaube nicht allen Wasserleichen, dass sie tot sind. Dieser zum Beispiel. Ach. War es Glück oder hast du da wieder am Farbkontrast was erkannt? Ich hab's schon von da oben gesehen. Eigentlich wollte ich drauf springen. Achso. Warum sagst du Farbkontrast immer so seltsam? Keine Ahnung, weil ich damals beim ersten Mal überrascht war, dass du dich am Farbkontrast erkannt hast. Grüne Blüte. Cool, wir sind ganz unten. Juhu. Obwohl stimmt, da wollten wir ja mal hin. So. Geht's bestimmt noch weiter runter. Und so ein Wasserfall, hä? Hm. Ja, dann halt mich mal rechts. Ja, Deutschland ist Rechtsfahrgebot. Ja. Seele. Nicht tote Wasserleichen. Zieh auf den Kopf. Zieht auf den Kopf. Ich versuch's. Spider-Man, Spider-Man, das whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Bisschen musikalische Untermalung im Let's Play. Ja, es passiert ja gerade nicht so viel. Ich vermisse die Blutflecken. Der irgendwie stirbt zwar, ja keiner. Das sieht zwar aus, als wäre der tot. Und das wäre der ist nicht tot. Der ist tot.
Den Zauber große Heilung. Yay! Hat ihm ja nicht viel genutzt, ist trotzdem gestorben. Alles klar, den benutzen wir nicht. So groß scheint die Heilung nicht gewesen zu sein. Mensch, der Ärmste. Mann, der ist tot, das ist nicht lustig. Doch, ach, ist ja, lustig. Bisschen schon. Okay. Hier noch was. Pass auf, dass du nicht im Wasserfall runterfällst. Ich gebe mir Mühe. Kommen wir gar nicht mehr schnell durch die Brühe. Nee, weil wir hier, weißt du, so. Naja. Naja, immerhin können wir uns schnell voranrollen. Ja, passt. So. Sumpf ging das ja auch nicht. Okay, das heißt, wir können da rein und hier rein. Cool, lass da reingehen. Also da hinten. In das da unten? Ja, obwohl du kannst ja entscheiden. Gehen wir unten. Na, ich kann mich nie entscheiden, deshalb darfst du. Ach, du kannst dich nicht entscheiden. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Das sah irgendwie cool aus, die Kloake. Oh ja. Ich hoffe jetzt nur, dass nicht wie es das Killer Croc oder so ankommt. Da hätte ich jetzt echt leicht Panik vor. Ach, schmeiß ein Battering, dann geht das. Ja, klar. Ah, Wasserleichen. Ich habe nur leider kein Battering. Nicht, aber wir haben Pfeile, das geht ja auch. Ah ja. Ja. Geht. Ja. Sind die Durchgänge auch alle echt? Man kann immer mal ein paar checken. Bei dem eben hatte ich so den Eindruck, der davor. Der davor? Ja, da hinter diesem Zaun da. Also da. Da links. Weil das hier so abgeschlossen wird, ne? Ja, irgendwie. Obwohl, nee. Da sind sogar Steine vor, da hätte ich eigentlich. Oh. Okay, zur Seite also ausweichen und dann von hinten. Das merke ich mir. Funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, erwischt uns nie, wir sind. Er sieht uns nicht mal. Wir sind der Captain, wir sind unsichtbar quasi. Gut. Item. Gib es uns. Oh ja. Exkrementbedeckte Asche. Wow, da wird sich die Schreindienerin aber freuen. Jetzt bringen wir ihr schon Scheiße. Die Jauchekügelein können wir ja auch gleich bringen. Mehr Scheiße. Die erinnern mich an diese Langbeinspinnen, weißt du, weil diese Beine so dünn sind, als ob unser Schwert die sehr leicht zerschneiden könnte. Okay, hier sind drei, aber ohne ersichtlichen Grund. Ja, diese Sachen, die geheime Wand. Nicht. Hier muss doch irgendwas sein, Leute. Wer setzt denn da drei Gegner hin, einfach nur aus Spaß? Da mischt nochmal. Ja. Pff. Vielleicht war da gerade ihr Clubtreffen, wollten sie gerade pokern und du hast sie einfach auseinandergenommen. Alter, wir überziehen ja schon gerade voll. Was machen wir? Aber es ist doch noch gar nicht so viel passiert, ich will weiterspielen. Ach genau, wir können gleich weiterspielen. Ja. In der nächsten Folge spielen wir nämlich weiter. In der nächsten Folge spielen wir weiter. Gut. Alles klar, bis dann. Bis dann.